vielleicht bin ich wirklich nur mehr so ein psychotisches, depressives, kleines Arschloch, dass so überhaupt nichts mehr imstande ist. Ist ja auch kein Wunder, dass ich ständig so gekleidet bin, als hätte ich gerade 16 Todesfälle in der Familie gehabt. Und das stimmt, ich bin ja tatsächlich depressiv. Ich war schon als Kind depressiv, was wirklich selten ist, auch in Wien. Eigentlich schon als Baby. Eigentlich noch früher. Eigentlich schon im Mutterbauch. Ich wollte mich schon im Mutterbauch an der Nabelschnur erhängen. Das wäre auch was fürs Guinness-Buch der Rekorde gewesen, oder? Erster embryonaler Suizidversuch. Nackt und depressiv stand mir das Fruchtwasser bis zum Hals. Ich finde, für depressive Babys sollte es schwarze Windeln geben. Und schwarze Existenzialistenstrampler. Ich war so ein depressives Baby. Meine ersten Worte waren auch nicht Mama oder Papa, sondern ich wünschte, ich wäre tot. Echt? Ja. Das ist interessant, weil das waren ja auch die ersten Worte, die ich gehört habe von meinem Vater. Das soll ja ein toller Mann gewesen sein. Aus heutiger Sicht habe ich das Gefühl, dass mein Vater ein sehr liebloses Verhältnis zu mir hatte. Wer nicht? Diese ganzen Fälle, die Sie vielleicht gehört haben, in den 70er Jahren, Kind auf Autobahnraststätte vergessen oder Kind bei großer Hitze in Auto fast erstickt. Das war jedes Mal ich. Als ich 3,5 war, da hat mir mein Vater am Abend vor dem Einschlafen keine Märchen vorgelesen, sondern Todesanzeigen. Und ich weiß noch genau, meine Freunde damals aus dem Kindergarten, die waren immer draußen in der Sandkiste und haben gespielt dort. Ich lag auch draußen. Allerdings aufgebahrt neben der Sandkiste, in einer schwarzen Holzkiste, wo ein weißes Kreuz drauf gemalt war. Meine erste Schallplatte habe ich mit 5 bekommen. Die Kindertotenlieder von Mahler. Und ich weiß auch, meine Freunde damals, die 6-Jährigen, die hatten in ihrem Kinderzimmer auf ihrer Bettwäsche immer so lustige, infantile Motive drauf. So Mickey Mouse oder Obelix oder Bart Simpson. Das Motiv meiner ersten Bettwäsche war das Turiner Leichentuch. Du hattest wenigstens Bettwäsche. Ich kann mich noch erinnern, da war ich so 3 Jahre alt. Da haben sich meine Eltern mal zu Ostern so gut versteckt, dass ich sie 3 Wochen nicht gefunden habe. Das ist nicht lustig. In deinem Fall schon. Nein, es ist nicht lustig, wenn ein 3-jähriges Kind wochenlang durch den Garten irrt. Das ist nicht lustig, dezidiert nicht. Als ich 6 war, und das ist auch nicht lustig, hatte meine Mutter Unterleibskrebs. Und ich war bei dem Gespräch dabei, das mein Vater mit dem Arzt führte. Der Arzt sagte zu meinem Vater, die Operation wird ungefähr 2 Stunden dauern. Mein Vater schrie den Arzt an, 2 Stunden allein mit dem Kind halte ich nicht aus, ich gebe ihn eine. Darum sind dann die Hälfte der Metastasen zurückgeblieben. In der Stunde ist mein Vater mit mir nach Duisburg in eine Kneipe gefahren. Er hat gesagt, er muss sich besaufen, wenn er so lang mit mir alleine ist. Er stellte mich hinter einen Spielautomaten und sich selbst an die Bar. Dann kam ein Freund von ihm rein. Ich sah den Mann ja nicht, weil ich hinter dem Automaten stand, aber ich hörte diese Stimme. Herbert! Mein Vater heißt Herbert. Herbert, lange nicht gesehen, was machst du denn so? Hast du Kinder? Mein Vater sagte, nee. Und dann, als mein Vater betrunken war, musste ich ihn Huckepack zum Auto tragen. Und ich habe mir gesagt, Papi, das ist total gefährlich, so betrunken Auto fahren. Mein Vater sagte, genau deswegen machen wir das jetzt auch. Dann hat er sich angeschnallt und mir hat das verboten. Weißt du, was mein schönstes Ferienerlebnis war als Kind?
ich weiß noch genau, da war ich 7. Das sind meine Eltern, also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder war auch dabei und ich zusammen nach St. Anton gefahren, Skifahren. Und ich weiß noch genau, in der ersten Hotelnacht habe ich mich aus dem gemeinsamen Hotelzimmer geschlichen, nackt, als 7-Jähriger. Und bin aufs Hoteldach geklettert. Und stand dort nackt am Hoteldach bei minus 34 Grad die ganze Nacht hindurch. Ich war ein bizarres Kind. So im Flamingo-Style, mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehend. In der Nacht sind mir 3 Zehen meines linken Fußes abgestorben. Herrlich, endlich waren wenigstens Teile von mir tot. Weißt du, dass es von mir kein einziges Kinderfoto gibt? Weißt du, dass mich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nie ein Mensch berührt hat? Meine Verwandten haben immer gesagt, ich sähe meinem Opa wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Aber erst nachdem er mit dem Kopf in diese Brotschneidemaschine geraten ist. Mein Opa war Alkoholiker. Der ist morgens um 6 besoffen nach Hause gekommen und wollte Frühstück machen für meine Oma. Die war noch nicht da, die war auch Alkoholikerin. Und die hatten diese elektrische Brotschneidemaschine. Und er schob den Laib Brot hinein und die Maschine begann zu schneiden, automatisch. Und dann ist mein Opa auf seinem eigenen Erbrochenen ausgerutscht und mit dem Kopf hineingefallen. Und die Maschine schnitt weiter. Und dann fielen die Gesichtsscheiben meines Opas neben die Brotscheiben in den Brotkorb. Und um 10 kam meine Oma besoffen nach Hause und setzte sich an den Frühstückstisch und schmierte Butter auf meinen Opa. Das verstehe ich ja nicht ganz, weil ich würde ja nie was essen, was ein Gesicht hatte. Ich finde ja auch eher, dass man sagen kann, dass mein Opa sich selbst wie aus dem Gesicht geschnitten hat. Weißt du, was ich immer gehasst habe als Kind? Dass die anderen Kinder in meinem Alter immer so gern Zeichentrickfilme im Fernsehen geschaut haben. Ich habe das immer schon gehasst, Zeichentrickfilme, auch als Kind, dieses infantile Zeug, oder? Also was gab es da so in meiner Generation, so Paulchen Panther oder Tom und Jerry, ist alles Müll. Es gibt für mich nur eine einzige gelungene Zeichentrickfilmsequenz. Das ist die Szene bei Disneys Bambi, wo Bambi erschossen wird. Oh, komm! Du warst aber echt schlecht drauf als Kind, kann das sein? Das klingt ja so, als sei gegen dich Marilyn Manson so eine Art rheinische Frohnatur. Ich kann dir erklären, warum. Ich habe mich selbst gehasst in diesem Kinderkörper. Ich hasse Kinder. Es ist sehr unpopulär, sowas zu sagen. Das kann sich Wolfgang Schüssel nicht als Wahlspruch erlauben, aber ich kann es sagen. Ich hasse Kinder. Ich habe Angst vor denen. Weiß nicht, was man mit denen reden soll. Ich bitte Sie, Kinder, das sind Menschen am geistigen Stand von 5- bis 8-Jährigen. Ja, das kannst du denen doch nicht vorwerfen. Zwangsjacke und wegsperren. Wie krank bist du denn? Wer hat sich denn um dich gekümmert, als du so klein warst? Hm? Als du auf diesem geistigen Stand warst? Weißt du doch. Also ich bin 1966 in Innsbruck geboren. Da habe mit meinem Vater zusammengelebt. Und der musste aber dann 1968 von Innsbruck nach Wien gehen, um dort E3 aufzubauen. Und hat mich zurückgelassen. Also, wenn man so will, bin ich das erste Opfer von E3. Aber mein Vater ist ein gütiger Mensch und hat sich meiner erinnert und hat mir dann ein Au-pair-Mädchen besorgt, das mich aufgezogen hat. Allerdings hat er mir das schlechteste Au-pair-Mädchen besorgt, das man damals am Au-pair-Strich bekommen konnte. Eine Rumänin hat mich großgezogen, die früher in Bukarest in einer Sargfabrik gearbeitet hat. Wirklich kein gewinnender Mensch. Sehr brutal, erbarmungslos, wirklich. Potthässlich dazu. Hat versucht, mich 5-mal zu vergewaltigen, 4-mal hat es geklappt. Bin jetzt noch sauer. Und ich bin das Ergebnis ihrer entsetzlichen Erziehung, Stermann. Sowas prägt ja unendlich. Ja, ey, wem sagst du das? Ich bin ja auch größtenteils von einem Au-pair-Mädchen aufgezogen worden. Aber in Duisburg gibt es nicht mal Rumäninnen, ganz zu schweigen von der schönen Studentin aus Frankreich oder Österreich. In Duisburg, wenn du da ein Au-pair-Mädchen hast, ist es in der Regel einfach eine Obdachlose aus Duisburg, die froh ist, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Und wir haben die
authentischen Tagebücher unserer Au-pair-Mädchen hier und würden gerne, damit es noch authentischer wird, haben, dass es zwei Damen aus dem Publikum vorlesen. Das wäre echt toll. Also normalerweise lesen wir es selbst, aber aus Authentizitätsgründen, wie Stermann schon schlauerweise angemerkt hat, wäre es natürlich super, wenn sich jetzt zwei Freiwillige melden würden, wobei ich jetzt keinen gesteigerten Wert darauf lege, dass die Frau, die jetzt auf die Bühne kommt, auch nur ansatzweise Ähnlichkeiten beim rumänischen Monster hat. Na, ich fände, gibt es zufällig eine Obdachlose aus Duisburg? Ich fände schon. Stermann, komm, Stermann, du sollst nicht ins Publikum gehen. Bitte aufpassen, Stermann ist hochinfektiös, er hat Axel-SARS. Pass auf. Ich hab's ja schon. Aufpassen. Wirklich. Okay. Bitte aufpassen. Und nicht zu nah an Stermann rangehen, er hat fürchterlichen Mundgeruch. Ich muss ihm jeden Morgen ans Zäpfchen seines Gaumens einen Wunderbaum hängen, damit es halbwegs drin ist. Take care. Stermann, du musst rauf. Komm. Stermann wird heute Abend übrigens hier im Vindobo noch seinen 1500. Seitensprung feiern. Er ist jetzt bei 1463, es müsste sich also ausgehen. Wenn das so... Wie heißt du? Ein Applaus für Uli, bitte. Uli. Ist das dein Freund? Ist nicht dein Freund. Okay. Uli. Uli, du musst jetzt auf diesen Stuhl klettern und mit mir die Bühne betreten. So, tritt ruhig auf den Herrn, das macht nichts. Wow. Wow. Das ist Uli, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Bitte den Platz. So, dürfte ich jetzt auch vielleicht, dürfte ich dich fragen, weil du so nah sitzt? Kriegst auch 5 Gramm Koks und 6 Euro in der Folge. Kommst tatsächlich. Applaus für die schönste Frau im Saal. Bitte. Ich bitte dich, nimm Platz, aber nimm so Platz, dass du meinen Sakko nicht berührst. Also, nö, weil es gerade aus der Putzerei kommt. Wie heißt du? Babsi. Babsi. Kommst aus Wien, nehme ich an. Ja. Ja, was machst du da in Wien? Matura. Moment, ja. Matura-Schule. Alles klar. Du bist also 18? Ja, 19. Zweimal ist sitzen geblieben. Ja, Matura machen wir mit 17, als Höchstbegabter. Liebe Babsi, du müsstest bitte diesen Absatz hier vorlesen und diesen, ja? Die anderen beiden liest dann Stermanns Freundin, sag ich mal. Okay, ich gebe dir das Mikro in die Hand, auch mit Ortsangabe und Datum.